Zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, also zu der Kampagne. Der Multiplayer folgt eventuell noch, ich habe gestern irgendwas gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt. Das ist ja immer so eine Sache, wenn man etwas im Internet liest. Wäre natürlich cool, aber ich habe, da bin ich ganz ehrlich, Modern Warfare 2 damals auch nur die Kampagne gespielt und online eher gar nicht. Online habe ich Modern Warfare 1 mehr gespielt. Aber es wäre natürlich echt mega, auch für die Leute, die nicht die Kampagne, den Multiplayer damit so gesuchtet haben. Naja, würde mich für die Leute echt freuen. Weil, ein geniales Spiel. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Da ist das Eisenhower Building. Das Weiße Haus ist auf der anderen Seite. Da raus. Ist hier kein Computer mehr? Irgendwelche Dateien oder so? Leider nein, leider gar nicht. Leider nein, leider gar nicht. Gut. Dann gehst du jetzt erstmal zum Eisenhower Building. Welches das auch immer ist. Ich schätze mal das da. Oder das da. Ich kenne mich jetzt mit amerikanischer Architektur nicht so aus. Aber hey. Was? Oh Gott. Ich habe drei Ziele gesichtet. Darf ich? Unten bleiben und in Stellung gehen. Freies Schutzfeld. Ausräuchern. Achso, da war ich jetzt gar nicht für vorgesehen. Mhm. Ich verstehe. Was ist mit denen? Ich halte uns den Rücken frei. Los. Oh, Alter. Heißt der Ranger oder ist der einfach nur ein Ranger? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Abstürzenden Helis ausweichen oder sich hier im Monsun den Arsch abzufrieren. Hua. Still. Naja. Ich glaube, ich sehe was. Feuer einstellen. Fuck. Sind das Verbündete? Nein. Ich weiß nicht. Code! Gib mir jemand Deckung. Code. Aber ich bin schon hier. Sag Texas, verdammt. Mach schon! Oh. Wo kommen die denn her? Alles klar, ich bin wieder weg. Waren das alle? Das waren alle. Sehr gut. So. Was haben wir hier? Gar nichts. Sehr gut. Mega. Gut, das hier ist das Eisenhower Building. Dann war das andere irgendwas anderes. Ja. Macht Sinn und klingt logisch. Sehr gut. Trockene Füße. Scheiße, ey. Schluss mit dem Geschwätz. Alter. Ramirez, vorgehen. Warum hat der eine Stimme gekriegt? Guys. Warum noch? Warum in den Keller? Nein! Kanalisation. Nix gut. Gar nichts gut. Okay. Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Alles gut. Beziehungsweise nicht alles gut. Aber ey, ich erinnere mich. Ich dachte, der Präsidentenbunker ist unter dem Westflügel. Nein, das ist nur für Touristen. Das hier muss echt sein. Öffnen. Naja, ich weiß nicht, ob man da dann direkt... Echt oder nicht, das Ding ist Geschichte. Ich hoffe, Sie sind rechtzeitig rausgekommen. Was? Was
Was war das gerade für ein Geräusch? Oh, warte mal. Das war Alexa. Warum ist Alexa an? Sie hat mich nicht gehört. Sie hat Verbindungsprobleme. Das ist gut. Was gibt's hier nicht? Okay. Und hier? Auch nichts. Oh Gott, das sind Spawnpunkte von Gegnern, ne? Gar nicht gut. Gar nicht gut, sage ich da nur. Was zur Hölle? Beeilung! Zum weißen Haus! Bewegung! Ja. Hört sich so an, als hätten sie schon angefangen. Also. Ja, dieses Rumgebrülle. Als ob ich taub bin. Meins. Wie ist die Situation, Sir? Scheiße. Colonel Marshall. Ha! Wir können also mit dem Kommando enden, wenn wir es einnehmen sollten. Und jetzt rücken Sie auf der linken Flanke vor. Haben wir einen Sniper? Irgendwo? Dringen Sie in den Westflügel ein. Alter, was? Ey, das ist gar nicht mal so. Ich bin fast tot. Was? Wo kommt das her? Ach, da oben. Das war jetzt auch nicht so gut. Shit, kann ich da so durchrennen? Nein, ne? Oh, kacke. Fuck, 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 fuck. Okay. Es geht nicht. John Jefferson. Jeder gute Racheakt verdient. Alter, ist ja wie die Day. Alter! Ey, das gibt es nicht. Von wo? Da oben. Ja. Er auch. Komm weg da. Komm. Nach links vorrücken. Sehr gut. Scheiße. Ja, schon wieder los. Kurze Frage, wo sind denn meine Jungs? Wir müssen hier durchbrechen. MGs ausschalten. Fuck, geh weg da, Alter. Scheiße. Tja. So, ich hoffe, das hat ein bisschen was gebracht. Ich hoffe es inständig. Da ist nichts. Ich bin schon hier. Ich bin, glaube ich, gar nicht Ramirez, ne? Ich glaube nicht.
So, das sind meine Jungs. Alter. Ach so, das ist auch. Entschuldigung. Alter. Die, wo ist die? Da ist die Tür. Also. Ich bin ein bisschen überfordert, also. Hilfe? Moment, das ist das. Ach so, der Westflügel vom Weißen Haus. Sarge, hören Sie das? Darum müssen wir weg hier! Und jetzt die Tür! Roger! Bitte schön. Oh, oh Leute. Warum denn von da? Alter, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich? Oh, Entschuldigung. Ich bin gerade etwas schreckhaft. Alter. War's das? Alter. Das war's nicht. Ja, lauf doch! Lauf doch noch mehr vor. Alter. Warte mal, er? Ja. Mein Gott. Ich, hallo, hallo, hallo. Alter! Wollt ihr mich eigentlich verarschen? So. Leute, macht was ihr wollt. Ey. Euer Ernst? Meine. Was, Alter? Ey. Alter. Wir haben weniger als zwei Minuten, bevor sie die Stadt platt machen. Wir müssen zum Dach und sie aufhalten. Ganz ehrlich, wie wollen die die Stadt platt machen? Die haben genauso wenig Maschinerie wie wir. 90 Sekunden, wir müssen uns beeilen. Ach da. Nee, hä? Ach da. Ja, natürlich. Ich wusste. Das wusste ich doch. Typ, ich habe da gerade eine Granate hochgeworfen, Alter. Warum? Komm schon. Noch eine Minute. Los, los, los. Ja. Oh, ja super, direkt durchs Fenster ran. Hä? Ja, als ob. Da war keiner mehr, der war eben da. Wir müssen, glaube ich, nach... Oh, nach unten. Ne, nach oben. Oh Gott, was ist denn los? 30 Sekunden, wir müssen zum Dach. Los, los! Zum Dach! Bewegung! Bewegung ist wichtig. Wichtig. Leuchtsignale benutzen! Leuchtsignale bei Außendeck.
Glück gehabt. Also, wann geht es nach Moskau? Oh nee, Moskau nicht ist jetzt bestimmt genug, kalt. Aber sobald wir dort sind, legen wir richtig los. Wenn die Zeit reif ist, Corporal. Wenn die Zeit reif ist. Wenn die Zeit reif ist. Ja gut. Ja gut. Es war eine harte Woche, meine Herren. Wir haben noch viel mehr verloren. Wir werden uns erholen. Ich habe einen Blankoscheck und ich werde ihn nutzen, um Makarov auszuschalten. Egal, was die Welt sagt, wir sind keine Wilden. Wir töten keine Zivilisten. Wir verwenden Präzision. In den Schatten versteckt sich ein Verbrecher und wir werden ihn ans Licht bringen. Wenn wir sein Gesicht kennen, werden wir Geschichte schreiben, Männer. Wir werden das sein Gesicht sind die noch letzten Zufluchtsorte für Makarov und seine Männer. Hey. Klingt, als sollten wir an zwei Orten gleichzeitig sein. Unmöglich? Nicht für 1.41. 50-50, dass Makarov ausgeschaltet wird? Price, er bitte Erlaubnis, das Versteck mit Roach einzunehmen. Erteilt. Sob und ich übernehmen Afghanistan. Sehr gut. So schneiden wir alle Fluchtrouten ab. Wir beenden es jetzt. Seltsam. Und ich dachte, wir hätten den Krieg schon gestern beendet. Ja, das glaube ich eher weniger. Team los! Makarov bei Sichtkontakt angreifen! Roger! Verstanden! Ja, okay, okay. Los geht's! Ja! Alter! Komm, was, wir sind zu zweit? Nur wir beide? Gott! Ach ne. Wen haben wir denn da? Ogre. Cyclops. Stimmt, da war was. Ich will aufstehen. Ja. Aber die müssen doch auch von ihren Mörsern getroffen werden. Oder nicht? Oh, das glaube ich aber für euch mit, ey. Was zur Hölle? Ich nicht? Doch, da. Ozone? Sind das Feinde? Keine Feinde. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das ist doch jetzt nicht wahr hier. Scarecrow? Okay. Wo war das G36? Da. Okay. Ghost? Ghost. Ja. Gut. Oh, Leute, ich würde sagen, wir werden Makarovs Versteck in der nächsten Folge einnehmen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Es war witzig. Es war nicht witzig, aber es... What the fuck? Gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.